Der ARD-Radio-Tatort. Gerda, nicht so gierig. Die anderen wollen auch. Beate, schön drauf. Langsam. Clementine, langsam. Langsam. So ist gut. Gut so. Du haust jetzt mal ab. Du hast genug. Hau ab. Klärchen? Wo bist du? Klärchen! Das gibt's doch nicht. Kinder, hat einer von euch Klärchen gesehen? Klärchen! Klärchen! Schrei der Gänse. Hörspiel von John von Düffel. Frau Hauptkommissarin, Frau Evernich, warten Sie einen Augenblick bitte. Ja? Entschuldigung, dass ich Sie so zwischen Tür und Angel anspreche, aber... Kennen wir uns? Ich wollte mich Ihnen vorstellen. Ja, dann machen Sie schnell. Ärger? Fürs Freuen werde ich nicht bezahlt. Ich komme gerade von Ihrem Kollegen. Es geht um den Tankstellenüberfall. Er hat eine solche Dreistigkeit noch nicht erlebt. Ich schon. Der Mineralölkonzern will uns auf Schadensersatz verklagen. Angeblich haben wir den Täter mit unserem Vorgehen provoziert. Aber rein rechtlich... Hier? Verzeihung. Mein Name ist Gröninger. Ich bin der neue Staatsanwalt aus Bremerhaven. Ah, das tut mir leid. Wie? Sie sehen gar nicht danach aus. Nach Staatsanwalt oder nach Bremerhaven? Komplimenten sollte man nie auf den Grund gehen. Jedenfalls, ich komme ursprünglich aus dem Bereich Wirtschaftskriminalität und OK... Da haben wir immer eng mit der Kripo zusammengearbeitet. Und ich bin sehr dafür, diesen Stil bei Kapitalverbrechen beizubehalten. Sie sind der Erste hier im Präsidium, der die Worte Stil und Kapitalverbrechen in einem Atemzug verwendet. Ich wollte nur sagen, ich hoffe auf gute Zusammenarbeit. Hören Sie, wenn Sie mit mir noch einen Kaffee trinken wollen, kommen Sie zum Punkt. Ja, ich habe noch eine Zeugenvernehmung und ich muss meine Tochter von der Schule abholen und sie zu meinen Schwiegereltern aufs Land bringen. Sie sind verheiratet? Nein, geschieden. Aber nicht von meinen Schwiegereltern. Danke. Wir möchten nichts essen. Na, wenn Sie Hunger haben, tun Sie sich keinen Zwang an. Ich weiß ja nicht, was Sie so mögen, außer Fisch. Ich esse grundsätzlich nicht in Restaurants mit mehr als 10 Gerichten auf der Karte. Als Referendar war ich eine Zeit lang im Lebensmittelrecht tätig. Selbst für ein gut gehendes Restaurant ist es praktisch unmöglich, mehr als 10 Gerichte frisch vorzuhalten. Ich kenne Fälle, da ist sogar der Ausdruck Gammelfleisch geschönt. Seitdem koche ich selbst. Ein Staatsanwalt, der kochen kann. Es war sozusagen Notwehr. Vegetarier? Ach, wissen Sie, auch Gemüse verschimmelt. Na dann, Prost. Was mir an Ihnen gefällt, Herr Gröninger... Gröninger. Sie haben eine bemerkenswerte Fähigkeit, Witze auf Ihre Kosten zu ignorieren. Als Staatsanwalt ist man für die meisten Kollegen von der Kripo immer erstmal der Paragraphenreiter mit dem Gesetzbuch unterm Arm. Die Witze kenne ich alle, aber wir sind nun einmal aufeinander angewiesen. Im Bereich Wirtschaftskriminalität vielleicht, da weiß ja keiner so genau, wo das Geschäftemachen aufhört und die Gaunerei anfängt. Aber Sie haben es jetzt mit Kapitalverbrechen zu tun und die sind simpel. Dafür braucht man kein Gesetzbuch. Es reicht das 5. Gebot, du sollst nicht töten. Auch Mord ist nicht immer einfach. Wissen Sie, ich bin seit 17 Jahren dabei. 2 Jahre Bereitschaftspolizei, 3 Jahre Streife, den Rest fast durchgehend im K1. Ich habe mir abgewöhnt, an den intelligenten Täter zu glauben. Früher gab es noch manchmal Beziehungstaten mit teilweise außergewöhnlichen Motiven, aber heute, da gibt es fast nur noch Gewalt. Dazu braucht man keinen Staatsanwalt. Sie wollen doch, dass die Täter, die Sie schnappen, auch verurteilt werden und nicht nur Rechtsanwälte reich machen. Warum wechseln Sie eigentlich nicht auf die andere Seite? Gerade im Bereich Wirtschaftskriminalität lässt sich doch gutes Geld verdienen. Ich schätze, ich bin einfach nicht der Typ. Es gibt Kollegen, die sagen, Staatsanwalt wird man nicht. Staatsanwalt ist man. Na, klingt wie einmal Bulle, immer Bulle.
Dann hätten wir ja was gemeinsam. Ach ja? Ja. Einen gewissen, sagen wir, Jagdinstinkt. Sie sehen gar nicht aus wie ein Jäger. Sondern? Eher wie ein Leser. Wenigstens haben Sie nicht Akademiker gesagt. Das Wort fiel mir so schnell nicht ein. Sie sind also zum Jagen nach Bremen gekommen. Jagen ist vielleicht zu viel gesagt. Aber ich hoffe, im Ernstfall können wir voneinander profitieren. Juristisch und kriminalistisch. Ihr Vorgänger hat sich da eher rausgehalten und uns machen lassen. Auch Sie müssen Telefone abhören. Wohnungen durchsuchen. Ich werde darauf zurückkommen, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Ich arbeite am liebsten allein. Sie haben keinen festen Partner? Pardon, ich wollte nicht indiskret. Ich habe verschiedene Kollegen, wir kennen und schätzen uns. Aber ich mag es nicht, wenn mir jemand bei der Arbeit zu nahe kommt. Grundsätzlich. Verstehe. Das können Sie nicht. Ich muss los. Die Rechnung bitte. Lassen Sie nur. Sie sind eingeladen. Kommt nicht in Frage. Und wann haben Sie Ihr Verschwinden bemerkt? Heute Morgen nach dem Frühstück. Natürlich gibt es manchmal Ausreißer. Der Zaun ist weiterhin etwas löchrig. Aber nicht Klärchen. Niemals. Sie ist die zutraulichste und friedlichste von allen. Deswegen mache ich mir ja Sorgen. Sie ist das ideale Opfer. Ist Ihnen in der Nacht irgendetwas aufgefallen? Nicht, dass ich wüsste. Aber wir reden schon noch über eine Gans, oder? Als Leiter dieses Schullandheims bin ich dazu verpflichtet, jeden Vorfall der Polizei zu melden. Wollen Sie eine Vermisstenanzeige aufgeben? Sie sind wohl noch nicht lange in der Gegend, hä? Entschuldigen Sie, mein Kollege und ich haben es ziemlich eilig. Ich will nur, dass Sie den Vorfall zu Protokoll nehmen. Sicher. Und halten Sie uns auf dem Laufenden, falls noch was passiert oder wie Sie, Klärchen, wieder auftaucht. Auf Wiedersehen. Wiedersehen? Ach, und sollte uns unterwegs eine Gans begegnen, keine Sorge. Wir nehmen Sie unverzüglich fest. Jetzt lass doch. Sie sind ein komischer Kauz. Die Schullandheim liegt mitten im Wald. Ich meine, gibt's hier keine Füchse oder Bären oder was haben Gänse noch für natürliche Feinde? Wir haben uns das Loch im Zaun gar nicht näher angesehen. Gib mir mal das Diensthandy. Ja, jetzt willst du auch noch die Spurensicherung herbestellen? Nein, aber es gibt eine Person, die das wissen sollte. Eine Gans ist verschwunden. Und deswegen kommen Sie zu mir? Ich habe ja nicht gesagt, dass Sie ein offizielles Ermittlungsverfahren einleiten sollen. Ich bitte Sie hier um Ihre persönliche Unterstützung. Eine Gans? Oh, ich hätte wissen müssen, dass Sie so reagieren. Aber ich mache mich ja vor allen Kollegen lächerlich. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie das stört. Was wollen Sie damit sagen? Ich dachte, das Ignorieren von Peinlichkeiten sei Ihre Qualität. Ich war zu freundlich zu Ihnen. Mein Fehler. Ach, schon gut, vergessen Sie es. Nein, nein, erzählen Sie nur. Es ist die Stärke von uns Bremerhavenern, dass man uns unterschätzt. Das ist eine lange Geschichte. Bitte. Wir haben Zeit. Also gut. Die Gänse in dem Schullandheim, die sollen den Kindern nicht nur ein Ferien auf dem Bauernhofgefühl vermitteln, sie dienen als... Als natürliches Alarmsystem. Klar. Gänse sind die besten Wachhunde. Bekommen Sie vom Land? Nein. Das wusste man schon im alten Rom. Als die Gallier im Jahr 386 vor Christi Geburt das Kapitol erobern wollten, überlisteten sie die müde Wachmannschaft und auch die Hunde schlugen nicht an. Aber die Gänse erhoben ein ohrenbetäubendes Geschnatter. So konnten die Feinde in die Flucht geschlagen werden. Heißt es bei Livius. Respekt. Ich weiß, Sie mögen hier keine Akademiker. Aber eine solide Allgemeinbildung kann manchmal nicht schaden. Sie haben von dem Fall Marvin gehört? Das ist schon ein paar Jahre her. Genau 6. Ich erinnere mich. Der Junge, der aus einem Schullandheim verschleppt wurde. Freiheitsberaubung und Mord. Der Täter wurde nie gefasst. Es gab damals
Eine Soko unter der Leitung eines Kollegen vom LKA Niedersachsen. 40 Beamte saßen an dem Fall und haben 2100 Spuren verfolgt. Sie gehörten dazu? Ja. Und es war genau dieses Schullandheim. Damals gab es noch keine Gänse. Die Fenster der Schlafräume im Erdgeschoss, die waren nachts verschlossen. Nur nicht beim letzten Zimmer auf dem Gang. Dort wurde gelüftet. Marvin hatte Pech. Er schlief im Bett neben der Tür. Am nächsten Morgen lag da nur noch sein Pokémon. Scheiße. Entschuldigung. Bei den Ermittlungen stellte sich raus, dass es bereits eine ganze Reihe von Vorfällen gegeben hatte. Also die Serie reichte gut 10 Jahre zurück. Der Täter kam immer nachts, ganz in Schwarz und maskiert mit Chirurgenmundschutz und Latexhandschuhen. Mal hat er nur bei den Jungen am Bett gesessen und mal hat er sie im Schlaf berührt. Im Zuge der Ermittlungen kamen wir auf mehr als 40 Fälle von Missbrauch in Bremen und Umgebung. Meistens waren es Schullandheime, Internate, Zeltlager, sowas, aber auch einige Bremer Einfamilienhäuser in den Jahren 94 bis 95. Es war, als hätten wir das Tor zur Hölle aufgestoßen. Die Opfer waren immer Jungen vor der Pubertät, immer im Alter zwischen 9 und 13. Schwierige Zeugen. Was? Der Täter hat den Vorteil, dass man den Jungen nicht glaubt, nicht glauben will, sondern das Ganze als bösen Traum oder blühende Fantasie abtut. Er hat lange von der Unglaublichkeit seines Tuns profitiert. Ich meine, wenn es heißt, dass ein Mann auf dem Spielplatz rumsteht und Kinder anspricht, dann werden alle hellhörig. Aber wenn Kinder erzählen, dass einer nachts durch die Gänge schleicht, sich über ihre Betten beugt, ihnen Dinge ins Ohr flüstert, dann schütteln alle den Kopf. Er hat ihnen ins Ohr geflüstert? Ja, die Soko ist davon ausgegangen, dass sich der Täter gut in Kinder reinversetzen kann, also vielleicht sogar beruflich mit ihnen zu tun hat. Als Erzieher oder Betreuer in irgendeiner Form. Zumindest wusste er, wie er den Kindern zureden muss, damit sie nicht losschreien. Einige haben seine Stimme sogar als äußerst angenehm beschrieben. Tief und beruhigend und... Das heißt, die Stimme war das Einzige, was sie von dem Täter wirklich kannten? Ja, leider sind Stimmen schwer zu beschreiben, besonders für Kinder. Aber die, die sie einmal gehört haben, werden sie nie vergessen. Einige der Opfer müssten inzwischen junge Männer sein. Sie würden sie mit Sicherheit wiedererkennen. Das heißt, wir suchen eine Stimme. Wir? Ganz allgemein. Ich würde da gerne rausfahren und mir dieses Schullandheim noch mal genauer ansehen. Kommen Sie mit? Ich werfe mal einen Blick in die Akten. Ach, überanstrengen sich nicht. Ach, Frau Ebernich, haben Sie mal mit der operativen Fallanalyse in München gesprochen? Ein Schulfreund von mir, Sebastian Karl, arbeitet dort als... Nun ja. Er mag den Ausdruck Profiler nicht, aber... Die Profiler von der UFA haben sich schon die Zähne dran ausgebissen. Der Täter passt in kein Schema. Steht alles in den Akten. Viel Spaß beim Lesen. Warten Sie! Jetzt warten Sie doch, Frau Ebernich! Hallo? Sebastian? Ja, ich bin's da, Spitzens. Gröninger hier. Entschuldige, ganz kurz. Ich bräuchte mal deine Einschätzung. Ja, das sage ich Ihnen. Gott ist schlecht, Gott ist ganz schlecht. Jetzt hör doch mal mit diesem Dialekt, doch ist ja fürchterlich. Man passt sich halt an. Also, es geht um einen ungelösten Fall. Liegt ein paar Jahre zurück. Serientäter. Kindesmissbrauch und Mord. Was weißt du über die Soko Marvin? Du bist jetzt in Bremen? Ja. Und ich stehe im Moment vor der Frage, ob es sich lohnen würde, die Ermittlungen... Lass es. Wieso? Wenn du dir deine Spuren verdienen willst, nicht an dem Fall. Der ist 2 Nummern zu groß. Könnte sein, dass ich gar keine andere Wahl habe. In dem Schullandheim, in dem Marvin damals war, ist eine Gans verschwunden. Beschäftigst du dich jetzt mit Gänsemord? Was willst du wissen? Die Stimme des Täters. Habt ihr damals versucht, ein Profil zu erstellen? Stimmlage, Wortwahl, Syntax, Intonation? Es gibt nichts, was wir nicht versucht haben. Und? Die Stimme ist nicht das Erste, worauf Kinder achten, wenn mitten in der Nacht ein Mann mit einer Maske auftaucht. Ach, du meinst wie in dem Spiel, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Und wenn er kommt, dann laufen wir. Genau. Es gab ihn wirklich. Wen? Früher. Als man noch nicht viel über Pädagogik wusste, hat man Kindern, die schrien oder nachts nicht schlafen wollten, einen schwarzen Mann neben's Bett gesetzt. Aha. Eine lebensgroße Puppe. Oder Vogelscheuche mit schwarzer Kapuze.
Ein Mucks und du bist weg. Mag sein, aber ich sehe nicht... Es hat funktioniert. Die Kinder waren ruhig. Allerdings sind einige vor Angst an Herzstillstand gestorben. Du, ich muss jetzt Schluss machen. Was ich damit sagen will, vielleicht sind die Kinder, die der schwarze Mann damals mundtot gemacht hat, heute alt genug, um auszusagen. Ich habe alles getan, um dieses Schullandheim aus den Schlagzeilen zu bringen. Wir haben neue Fenster, alarmgesicherte Türen. Wenn ich nachts abschließe, komme ich mir vor wie ein Gefängniswärter. Aber die Schülergruppen buchen wieder. Von daher, verstehen Sie mich nicht falsch, ich will nichts unter den Teppich kehren. Aber bitte, nichts davon darf an die Öffentlichkeit. Sonst können wir zumachen. Ja, wir haben nicht das geringste Interesse, Panik zu verbreiten. Ist das die Stelle im Zaun? Ja. Eine Gans kann da durchschlüpfen. Und Klärchen war die kleinste von allen, aber auch die treueste, zutraulichste. Ja, und dort ist der Notausgang für die Schlafräume. Ja, aber die Tür lässt sich nur von innen öffnen. Naja, vielleicht hat ihn eins der Kinder reingelassen. Wen? Wen denn? Irgendwelche Spuren, Fußabdrücke, Federn. Nichts. Was ist mit den Kindern? Aber Sie glauben doch nicht wirklich, dass er wieder hier war. Das ist nicht möglich. Na, möglich ist alles. Also irgendwelche Auffälligkeiten. Der kleine Alexander redet wirres Zeug, weil Klärchen verschwunden ist. Die beiden waren ein Herz und eine Seele. Ansonsten... Wie, was sagt er denn? Naja, die Größeren machen sich natürlich einen Spaß, den Lütten alle möglichen Schauermärchen zu erzählen. Der eine oder andere träumt dann schon mal schlecht. Ah ja? Aber da ist nichts dran. Glauben Sie mir. Ja, und was träumt der kleine Alexander? Frau Kommissarin, das ist reine Einbildung. Ja, das haben wir vor ein paar Jahren auch gedacht. Ich würde den Jungen gerne mal sprechen. Geht das? Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Niemand. Und wenn er dann kommt, dann laufen wir. Und dann ist er hingegangen und hat Klärchen versteckt. Weil er weiß, dass ich sie lieb habe. Er will, dass ich in den Wald gehe und sie suche. Aber du weißt, Alexander, dass es gefährlich ist, allein in den Wald zu gehen. Es ist nur eine Schnitzeljagd. Hat er das gesagt? Er kommt in der Nacht an mein Bett und sagt, dass er mein Freund ist und dass ich nichts verraten darf. Kein Mucks, weil wir jetzt ein Geheimnis haben vor den anderen, die in meinem Zimmer schlafen und nicht wissen, dass er da ist und dieselbe Luft atmet wie sie. Dieselbe Luft? Ja, morgens ist es immer so stickig. Weil die Fenster die ganze Nacht zu sind. Er atmet die Luft weg. Wie ist er denn reingekommen in euren Schlafraum? Mit der Dunkelheit. Aber er kann doch nicht durch Wände gehen, oder? Er kann überall hin, wo Nacht ist. Alexander, woher weißt du, dass du nicht nur träumst? Alle sagen, dass ich nur geträumt habe. Aber ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn wirklich gesehen. Und was genau hatte er an? Aber das habe ich der Polizei doch schon 100 Mal erzählt. Tut mir leid, Benjamin. Verzeihung. Herr Jensen, es muss sehr unangenehm für Sie sein, sich daran zu erinnern. Aber in den Akten wird Ihre Aussage als besonders hilfreich eingestuft. Wenn Sie also zu einem kurzen Gespräch aufs Präsidium kommen könnten... Er war schwarz. Schwarze Lederjacke, Lederhose, Motorradbekleidung in der Art. Ich schätze, damit er keine Textilfasern hinterlässt. Und eine schwarze Skimütze mit Mundschutz. Die Handschuhe waren Lederhandschuhe, die Fingerspitzen freilassen. So Lederlenkradhandschuhe, wie die Porsche-Fahrer sie benutzen. Früher wollte ich auch immer solche Handschuhe haben. Das heißt, vorher. Und unter dem Leder war so durchsichtiges Gummi. Latex. Ich würde diese Dinge
ungern am Telefon. Was wollen Sie wissen? Hat er Sie berührt? Steht das nicht in Ihren Akten? Und vielleicht würden Sie es heute anders beschreiben. Es ging nicht darum, was er getan hat. Er füllte einfach den ganzen Raum aus. Wie die Nacht. Erinnern Sie sich an seine Stimme? Schwarz. Eine schwarze Stimme? Ja, aber warm, schwarz und weich. Hat er dich berührt? Gehen Sie jetzt in den Wald? Hat er dich in irgendeiner Weise angefasst, Alexander? Er hat mich gekitzelt. Verrätst du mir wie? Mit seinem Atem. Gehen Sie jetzt Klärchen suchen? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Hallo? Gröninger, was machen Sie denn hier? Der Heimwärter sagte mir, dass ich Sie hier irgendwo finde. Na, Sie trampeln durch meinen Tatort. Verzeihung. Aber Sie haben völlig recht. Es ist wichtig, sich selbst ein Bild von den Gegebenheiten vor Ort zu machen. Die Witterung aufzunehmen. Was interessiert Sie das? Wir arbeiten zusammen. Das ist mir neu. Abgesehen davon sollte man hier nicht allein spazieren gehen. Keine Angst, ich beschütze Sie. Nein, ich meinte... Ich bin hier die Polizei. Wo sind wir hier eigentlich? Teufelsmoor. Auch das noch. Der Täter muss sich hier verdammt gut auskennen. Sowohl in der Landschaft als auch mit den Gebäuden. Macht das Plätzchen nicht gerade lauschiger? Die Vorstellung, dass er hier war und dieselbe Luft geatmet hat. Was haben Sie gerade gesagt? Ach, nichts. Ich hatte vorhin ein kurzes Gespräch mit Benjamin Jensen, einem der Jungen, den unser Täter vor Jahren besucht hat. Und diese Formulierung ist mir irgendwie hängen geblieben. Wie? Hat Benjamin Jensen davon gesprochen, dass der Täter dieselbe Luft atmet wie wir? Ja, in gewisser Weise stimmt es doch auch. Ja, aber dieselben Worte hat der kleine Alexander gebraucht. Wer? Das ist einer der Jungen im Heim. Der träumt eine Menge zusammen, aber... Einiges davon klingt so verrückt, dass es wahr sein könnte. Ist ja ganz schön, aber es fehlt auf die Dauer das Herbe. Das ist Hauptkommissarin Evenich. Sebastian Karl von der operativen Fallanalyse. Hm, wir kennen uns. Dieses rau, aber herzliche, ihr wisst schon. Danke fürs Kommen. Dieser Besuch ist rein privat, ich will zu meinen Eltern. Ich soll dich übrigens grüßen. Grüße zurück. Wie geht's Ihnen denn? Herr Gröninger, warum haben Sie mich kommen lassen? Ja, natürlich. Die Akte Marvin. Im Endeffekt läuft alles auf die Frage hinaus... Ist der Täter zurück? Wird er es wieder tun? Meine persönliche Meinung? Es ist für ihn nicht mehr so einfach. Am Anfang hatte er hunderte Möglichkeiten, seine Fantasien in die Tat umzusetzen. Heute hat er vielleicht nur noch eine. Es geht immer weniger um Lust und immer mehr um Intelligenz.
Aber bei einem triebgesteuerten Täter sollte man doch davon ausgehen, dass er immer weitermacht. Dass er gar nicht anders kann. Die Soko ging davon aus, dass der Mord an Marvin nicht Teil der Triebbefriedigung war. Pädophile werden in den seltensten Fällen gewalttätig. Sie nähern sich Kindern eher vorsichtig, streicheln sie, fassen sie an. Aber keiner der missbrauchten Jungen ist vergewaltigt worden. Es hat sich immer um soften Missbrauch gehandelt. Daher die Annahme, dass dem Mann die Situation mit Marvin seinerzeit entglitten ist, dass er ursprünglich gar nicht töten wollte. Eine Eskalationstat. Eher nur, dass sie sich wiederholt. Ja. Wie sich herausstellte, hat er auch vorher schon gemordet. Allerdings in so großen zeitlichen Abständen, dass der Zusammenhang lange im Dunkeln blieb. 1994 verschwand der 13-jährige Michael Wendt aus einem Internat bei Borgfeld. Man fand die Leiche im Sandberg einer Kiesgrube, gefesselt und erstickt. Ihm folgten im Abstand von 3 Jahren Benny Rotemund und Jannik Stapenfeld, beide im Alter von 9. Es war immer dasselbe Muster. Doch es lag so viel Zeit dazwischen, dass die Parallelen erst beim Fall Marvin entdeckt wurden, seinem 4. Opfer. Wieder ein 9-jähriger Junge. Wieder im Schlaf entführt, wieder gefesselt und erstickt und an einem weit entfernten Fundort abgelegt. Irgendein Schema steckt dahinter. Nur, wenn es existiert, dann war der Mord an Marvin keine zufällige Entgleisung, sondern Teil eines Systems. Sehen Sie das auch so? Die Frage ist nicht, ob es ein System gibt, sondern welches. Bei der Fallanalyse haben wir uns immer wieder gefragt, was verrät der Tatort über den Täter, warum ist der Sohn nicht anders vorgegangen, was für Bedürfnisse befriedigt er durch die Art und Weise seines Verbrechens, durch die Auswahl der Opfer, der Objekte, die nächtliche Tatzeit. Und? Schon die Fixierung auf Heime, Zeltlager, Schlafstätten mit Schülergruppen, das ist eine sehr spezielle Situation, du musst dir das vorstellen. Er nähert sich den Kindern nicht, wenn sie allein sind, sondern umgeben von anderen, möglicherweise nur leicht schlafenden Altersgenossen. Allein die Gefahr, ertappt zu werden. Jederzeit kann ein Bettnachbar aufwachen oder ein Betreuer hereinschauen. Doch gerade das ist der besondere Kitzel. Da geht man von dem Kitzel aus den pädophilen Übergriffen, dann landet man bei einem Perversen, der nachts durch die Schullandheime geistert. Aber nicht bei einem Mann, der warten kann und geduldig auf der Lauer liegt. Manchmal Jahre. Am wahrscheinlichsten ist ein gewisser Zyklus. Der Täter erkundet das Terrain. Beobachtet die Kinder. Ein schwarzer Schatten in der Nacht. Dann sitzt er in ihren Bettchen. Erste Berührungen. Die Übergriffe steigern sich, werden massiver. Irgendwann kommt es zu einer Art Gegenwehr von einem der Jungen. Der Mann wird gewalttätig, fesselt und erstickt sein Opfer und versteckt die Leiche. Nach dem Fall Marvin ändert sich die Situation total. Er weiß, dass ihm die Soko auf den Fersen ist und geht kein Risiko mehr ein. Du meinst, er könnte aufhören? Für immer? Ich meine, alles, was ihr habt, ist keine Gans. Papa. Ja, Mama? Nein, ich bin schon im Lande. Ich komme gleich, ja. Also, ich muss dann. Ja. Grüße zu Hause. Wir hätten noch den kleinen Alexander. Ich würde Sie bitten, ihn gegenüber Herrn Karl nicht zu erwähnen. Sie mögen sich nicht? Das hat damit nichts zu tun. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir den Fall nur lösen, wenn wir nicht dauernd die alten Theorien wiederkäuen. Sie finden, die Soko hat nicht genug getan? Wir haben uns an dem Fall müde gearbeitet. 2100 Spuren und keinen Schritt weiter. Wissen Sie, wie frustrierend das ist? Da stumpft man ab. Sie nicht? Ich träume noch immer jede zweite Nacht, dass ich weiß, wer der Täter ist. Ja, es stimmt doch. Ich meine, was ist schon Klärchen? Klärchen ist Spur Nummer 2101. Frau Evernich, mal ganz ehrlich. Glauben Sie wirklich, dass unser Täter sich inzwischen an Gänsen vergeht? Ich glaube, dass jemand, der so weit gegangen ist und die Grenze zum Mord überschritten hat, nicht mehr zurück kann. Der wird es wieder tun. Und wenn er längst über alle Berge ist? Zu Beginn der Ermittlungen haben alle gedacht, dass es sich um einen Einzelgänger handelt. Inzwischen glaube ich, dass er hinter einer perfekten Fassade lebt. Vielleicht hat er sogar Kinder und eine Ehefrau, die von seinen Neigungen nichts weiß. Ein einzelner, alleinstehender Mann, der nachts oft mit dem Wagen unterwegs ist, der provoziert doch viel zu viel Gerüchte. Dieser Mann, der tarnt sich mit Normalität. Der versteckt sich schon sein ganzes Leben lang, aber ist noch immer unter uns. Und seine Tarnung wird nicht auffliegen, wenn er die Intelligenz und Disziplin besitzt, 6 Jahre lang unterzukommen. Bis auf eine Ausnahme. Es gab einen Vorfall an der Côte d'Azur, der einige Parallelen aufweist. Aha. Unter mysteriösen Umständen verschwand der kleine Pierre de Clare aus einem Schullandheim in Sanary-sur-Mer. Er war 11 Jahre alt.
Seine Leiche wurde im Wasser gefunden, ebenfalls gefesselt. Unsere Soko hat eng mit den Franzosen zusammengearbeitet, aber wir kamen nicht weiter. Erst bei unserem Vorfall im Schullandheim fiel mir ein, es ist genau wieder 3 Jahre her. Es sind immer 3 Jahre. 3 Jahre zwischen Marvin und Pierre de Clare. Ich meine, diese 3 Jahre, die haben eine Bedeutung. Eine symbolische, rituelle, vielleicht auch sexuelle, was weiß ich. Aber der Täter will nichts damit vertuschen. In diesem Fall verraten sie. Das heißt, wir suchen den 3-Jahres-Mörder. Wieso, was ist denn? Die Eltern von Alexander wollen ihn nach Hause zurückholen, morgen schon. Das ist der Anfang vom Ende dieses Schullandheims. Also ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Bestimmt hat der Junge seinen Eltern alles Mögliche erzählt. Denen reicht, dass die Polizei 2-mal bei ihm war. Ich sage Ihnen, wenn Alexander jetzt abreist, werden andere folgen. Und am Ende steht hier alles leer. Moment. Was heißt 2-mal? Das war ein Kollege von Ihnen da, der ihn noch einmal ausführlich vernommen hat. Ich dachte, Sie wüssten... Haben Sie seinen Namen? Er hieß Klaus oder Bernd. Jedenfalls hinten war es ein Vorname. Karl? Sebastian Karl? Ja, genau. Ich kläre das. Hinter meinem Rücken. Frau Evernich, ich habe gleich einen Gerichtstermin. Ich kann jetzt nicht. Es war abgesprochen, dass wir Herrn Karl aus den Ermittlungen raushalten. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Sie haben ihm von dem kleinen Alexander erzählt. Und er hat nichts Besseres zu tun, als dem Jungen solche Angst einzujagen, dass ihn jetzt seine Eltern abholen wollen. Von mir weiß Sebastian Karl nichts. Ach, lügen Sie mich nicht an. Seit unserer gemeinsamen Unterredung habe ich nicht mehr mit ihm gesprochen. Ehrenwort! Das war ein Fehler, ihn überhaupt einzubeziehen. Wir müssen Alexanders Abreise unbedingt verhindern. Wenn ich dem Jungen glauben würde, müsste ich seinen Eltern geradezu raten, Alexander in Sicherheit zu bringen. Ja, dann finden wir nie raus, ob er nicht vielleicht doch die Wahrheit sagt. Sie wollen Alexander doch nicht etwa als Lockvogel benutzen? Ich will nicht, dass noch ein unschuldiges Kind stirbt, nur weil wieder 3 Jahre um sind. Und im Moment ist Alexander der Einzige, der uns vielleicht zu dem Täter führen kann. Ich muss Sie jetzt offiziell ermahnen. Ein solches Vorgehen ist juristisch und moralisch nicht vertretbar. Wenn Sie moralisch vertreten können, dass da draußen Kindermörder frei rumläuft... Frau Evernich, das ist unser Niveau! Ich kann mich mal mit Ihrem Niveau... Mensch, Gröninger, seit wann sieht man denn dich im Viertel? Deine Eltern meinten, ich finde dich hier. Du warst beim Schullandheim? Nicht jetzt, Mom. Ich habe Urlaub und bin ausnahmsweise unter Frauen, die nicht in irgendwelchen Dirndeln stecken. Woher wusstest du von Alexander? Der Junge stand am leeren Gehege und weinte. Da habe ich ihn ein bisschen ausgefragt. Mensch, du hättest dich mit uns abstimmen müssen. Das Schullandheim lag auf dem Weg. Und ich dachte, wenn ich schon mal hier bin... Hey, Andrea, bring mir noch so einen. Gröninger, was willst du? Hä? Komm, ich gebe einen aus. Apfelschorle. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Ich hab's auch nicht versucht. Sebastian, du hast dem Jungen Angst gemacht. Angst? Ich habe ihm klar gemacht, dass er Gespenster sieht. Der Kleine ist ein Angeber. Er hat die Geschichte irgendwo aufgeschnappt und will sich wichtig machen. Und wenn doch etwas dran ist? Warum sollte der Täter sich ausgerechnet ein Heim aussuchen, in dem er schon einmal zugeschlagen hat und alle gewarnt sind? Ach, Sebastian! Die Apfelschorle isst du den Herrn.
Prost. Vielleicht gerade, weil es so unwahrscheinlich ist. Oho, die Intelligenzbestie. Der Täter hat immer schon von der Unglaublichkeit seines Tuns profitiert. Hat sie dich geschickt? Was, Sebastian? Wenn er genau darauf spekuliert, dass wir uns zu sicher fühlen. Hat Eva nicht dich geschickt? Gröninger, ganz im Vertrauen. Sie ist eine bewundernswert taffe Frau, aber fanatisch. Sie nimmt den Fall ernst. Sie nimmt ihn persönlich und das ist gefährlich. Wir hatten zu Soko-Zeiten mal eine Affäre. Von daher... Moment mal. Eine Affäre? Du und die Eva nicht? Es war eine Liebesnacht. Oder besser, die reine Verzweiflung. Eva nicht und du? Ich fasse es nicht. Gröninger, ich sag dir das als Freund. Lass dich da in nichts reinziehen. Danke. Danke für das Getränk. Jetzt bleibt er noch ein bisschen. Hey, trink mal noch 16 Heuwehr. Schauen wir mal weiter. Gröninger, schlafen Sie? Ich versuch's. Wissen Sie, wie spät es ist? Der kleine Alexander hat mich gerade angerufen. Ach ja? Und? Hat er schlecht geträumt? War der schwarze Mann wieder da? Er kann nicht schlafen. Er hat Angst. Er hat die Stimme erkannt. Was? Er wollte es erst nicht sagen, aber es ist die Stimme von Sebastian Karl. Sie machen Witz. Sie sind ganz sicher. Und das fällt ihm mitten in der Nacht ein. Ja, er sagt, das Gesicht hätte ihn abgelenkt, aber jetzt im Dunkeln erinnert er sich an ihren Klang. Sie glauben doch wohl nicht etwa... Eva nicht, das ist absurd. Sie dürfen nichts ausschließen. Ich meine, Sebastian Karl ist von hier, der kennt die Gegend, die Gebäude. Er war in München, als der schwarze Mann bei Alexander gewesen sein soll. Ich habe ihn dort selber angerufen. Auf Handy oder auf Festnetz? Auf Handy, aber was hat er... Der könnte doch überall gewesen sein. Sie beschuldigen einen Kollegen. Ich sag ja gar nicht, dass er es ist. Aber wenn seine Stimme der des Täters gleicht, sind wir einen entscheidenden Schritt weiter. Wir könnten... Wir verlassen den Boden der Tatsachen. Ich möchte ganz konkret, dass Sie ein Treffen zwischen Sebastian Karl und Benjamin Jensen arrangieren. Wenn er als ehemaliges Opfer die Ähnlichkeit von Karls Stimme mit der des Täters bestätigt, dann... Ich mach da nicht mit. Dann mach ich es. Alexander ist weg. Alexander ist weg? Was heißt denn weg? Seit wann denn? Alarmieren Sie die Kollegen vom LKA Niedersachsen. Wir brauchen Hundestaffeln, Wärmebildkameras, eine groß angelegte Suchaktion. Los! Moment! Wann wurde er denn zuletzt gesehen? Wer hat sein Verschwinden bemerkt? Auf seinem Bett lag nur noch sein Handy. Die letzte Nummer, die er gewählt hat, war meine. Warten Sie, Eva nicht! Ja, was denn noch? Die Sache mit Sebastian Karl behalten Sie besser für sich. Er war heute Nacht im Viertel. Das kann ich bezeugen. Die ganze Nacht?
Alexander? Junge, was ist denn? Was hast du denn? Du musst keine Angst haben, ich bin doch bei dir. Komm her, alles ist gut. Alles gut. Klärchen ist tot. Tot? Zeig doch mal. Zeig mal her. Sie bekommt keine Luft mehr. Ja. Ich fürchte, das sieht nicht gut aus. Halt! Stehen bleiben! Polizei! Hände hoch! Schon in Ordnung, Kollege! Sebastian Karl von der OFA. Ist das der vermisste Junge? Klärchen atmet nicht mehr. Er saß hier auf der Lichtung bei der Gans. Ist sie tot? Scheint so, als hätte sie ihren Kopf zu tief in diese Mülltüte gesteckt und... Stranguliert. Ich würde eher sagen, bei der Futtersuche verfangen. Nicht anfassen! Hör mal zu. Ich bin auch schon ein paar Jahre bei dem Verein, ja? Ich kenne die Spielregeln. Komm, Alexander, wir gehen. Wir gehen nach Hause. Du bist jetzt in Sicherheit. Sie wollen wirklich nichts essen? Nein, danke. Ja, an der großen Auswahl kann es ja nicht liegen. In der Polizeikantine gibt es immer nur zwei Möglichkeiten. Friss oder stirb. Ich habe gut gefrühstückt. Hören Sie, Gröninger. Ich meine, dass ausgerechnet Ihr Busenfreund den Jungen gefunden hat. Er hat doch lang und breit erklärt, dass es ihm leid hat, dem Jungen Angst gemacht zu haben. Deswegen ist er noch einmal hingefahren. Er wollte mit ihm reden, als der Kleine auf einmal weglief in den Wald. Ja, wenn er wusste, wo die Gans war. Karl? Lassen Sie noch immer nicht locker. Vielleicht waren wir ihm so dicht auf den Fersen. Worüber reden wir hier eigentlich? Klärchen ist eines mehr oder weniger natürlichen Todes gestorben. Ersticken durch Verfressenheit. Punkt um. Na, warten wir mal ab, was die Gerichtsmedizin dazu sagt. Das haben Sie nicht im Ernst veranlasst. Eine Gans auf dem Seziertisch? Wir müssen wissen, ob es irgendeine Form von Fremdeinwirkung gegeben hat. Ich meine, das Klärchen erstickt ist wie all seine Opfer bisher, das kann doch kein Zufall sein. Ich werde das Gefühl nicht los, dass der Täter mit uns spielt. Wir haben keinerlei Beweise. Wir haben nicht einmal eine Spur. Wir haben doch Alexander! Mir sicher, ja, der Junge, der hat eine blühende Fantasie. Aber ich meine, der beschreibt die nächtlichen Besuche des schwarzen Mannes mit genau denselben Worten wie Benjamin Jensen. Ich glaube doch nicht an Gedankenübertragung. Aber wie, bitteschön, soll denn der Täter zu ihm hereingekommen sein? Ja, das ist es ja gerade. Vielleicht war der schon drin. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Ich glaube inzwischen, dass sich der schwarze Mann mit den Jungen einschließen lässt und erst tagsüber wieder verschwindet. Eben nicht. Bringen Sie mir ein einziges Indiz dafür. Dann reden wir weiter. Seine Stimme. Ich will von Sebastian Karl in dieser Sache nichts mehr hören. Sie geben schon auf. Ihr Essen wird kalt. Mmh. Oh, ist das lecker. Probieren Sie mal. Nein, danke. Entschuldigung. Ja. Ja, höre ich. Ich komme sofort. Was ist denn? Ist Ihnen nicht gut? Ein Junge ist verschwunden. Aus einem Zeltlager bei Fegesack. Schrei der Gänse. Hörspiel von John von Düffel. Die Rollen und ihre Darsteller: Claudia Evernich, Hauptkommissarin Marion Breckwoldt. Dr. Kurt Gröninger, Staatsanwalt Markus Meyer. Heimleiter Gerd Baltus. Sebastian Karl, Profiler Tom Quaas. Polizist Thomas Roth. Polizistin Franziska Schubert. Benjamin Jensen, Ilja Rossbander. Alexander, Florian Scheffel. Unter Knabenchor Unser lieben Frauen unter der Leitung von Jörg Jacobi. Ton und Technik Heike Langguth und Claudia Jira. Regieassistenz Janine Lüttmann. Dramaturgie
Holger Rink. Musik Sabine Wortmann. Klarinetten Silke Eberhardt, Kontrabass Sabine Wortmann. Regie Christiane Ohaus. Produktion Radio Bremen 2008 für den ARD Radio Tatort.